Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio mit Mindfreak, Hamster und Mopsy. Du, das ist nichts anderes wie ein Lieferwagen. Das ist mir egal, solange ich damit fahren kann. Ist ein Vehikel. Ja. Alles klar? Oh, ich habe eine Menge Munition Ich meine, gefunden. ich glaube, ich habe es rausgekriegt, aber ich glaube, da war auch ein Fahrrad mit drin. Egal. Okay. Was sind denn Fahrassistenzsysteme? Das nennt Tempomat. man Tesla. Fahrzeuge. Ja. Erkennen und Folgestraßen. Nee, mein Tesla war, Junge. Der war gut. Der war wirklich gut. Da war ich ironischerweise halt arbeiten. Die Witzqualität nimmt im Laufe der Folge stetig zu. Ja, das stimmt. Solange bis wir das Peak erreichen und danach nur noch Flachwitze kommen. Ey, da hör mal. Sag doch sowas Ich nicht. beschwere mich nicht drüber. Ich freue mich schon drauf, wenn es passiert. Also beschweren kann ich mich da jetzt eher weniger. Beschweren kann man sich da eher weniger. Naja, beschweren Was kann denn man sich mit Hamster immer. los? Warum? Ja, ich würde ja nicht. Was ist los, Sonstige Mops? Kunden? Oder? Ja, ich gehe erkunden. Na, Vielleicht na, zwei, können drei, wir ja Maler. schattige Ruinen. Geil. Und wenn ich hier hinschaue, wo ich es euch gepinkt habe, dann mache ich mir irgendwie Sorgen. Dass da eine Mine Wieso? ist. Ja. Ist geclaimed. Oh lol. Ich hab grad 32 Mann vernichtet, glaube ich. Wieso? Ich habe X oder Y drückt. Y. So. Nee, scheint aber nicht vermint zu sein. Wie hast du Mauern vernichtet? Ich habe Y drückt. Alt Y. Es kann sein, dass du den ganzen Stapel auf den Boden geschmissen hast. Naja, dann sehe ich aber nicht mehr. Gib mir eine Sekunde. Also. Bei mir ist Y auf den Boden schmeißt. Oh, ich habe Ja, die elektrische liegen auf dem Boden. Die Forschungslabore liegen auf dem gefunden. Boden. Hab sie Mit gefunden. Alt-Y? Jungs, ich Hä? habe was Da gefunden. liegt ja nichts. Naja. Das Problem ist, es werden zu den kleinen Items, das heißt, die gehen quasi, das heißt, Gehen in den Boden, ja. die werden im Gras vor allem und in den Steinen werden die schlecht sichtbar. Es gibt dafür gibt's einen Abrissplan, der hier. Ja, X, nee, war nicht X. Mit dem kannst du alle Items auf dem Boden markieren und einsammeln lassen. Oder zumindest markieren lassen. Ich habe alle wieder. Danke. Ich habe einen Schiffswrack gehabt. Cool. Ich habe einen Logik-Schaltkreis. Legit Chuck Tires. Cool. Ja. Wisst ihr, was ich auch habe? Die elektronische Labore. Hey, cool. Wir Ja. haben, glaube ich, schon, ja, wir haben schon elektronische Labore. Ja, aber dennoch, die Trotzdem cool. neue sind gut. Momentan. Also später vielleicht jetzt nicht mehr so krass, aber. Ey. Ja, alles Du, gut. ich habe auch Dampfmaschinen und Jedes Labor, das Heizkessel. wir haben, ist ein gutes Labor. Ich habe Dampfmaschinen und Heizkessel. Damit haben wir theoretisch jetzt schon Strom. Dampfstrom. Und ich habe auch gelbe Wenn wir Fließbänder, ein denn paar. auch Wasserpumpen hätten. Aber ja. Können wir uns, glaube ich, craften. Ja. Burner Offshore Pump. Na gut, Burner aber. Ja. Oh, eine Ölraffinerie sehe ich auch auf der Karte. Ich sehe halt generell nur einfach nichts. Ja, weil es gerade Nacht geworden ist. Das Das ist ist so ein scheiße. bisschen bitter, ne? Ey, eine Ölraffinerie mit Untergrund. Sachen, nice.
Ich baue mal gerade unser Spielartit-Ding um. Sapiri, Entschuldigung. Bisher habe ich auch noch keine Monster gesehen. Ich bin schon ganz schön weit weg. Ja, ja, wir haben, glaube ich, auch 600% Profit. Also, du, ich scherze halt mit Rampant nicht rum. Vor allem nicht nach unserer letzten Erfahrung mit Rampant. Was ist das? Wirst du noch sehen. Das ja, wirst du noch sehen, Junge? Ich soll morgen bauen, aber wirst du noch sehen, Junge? Rampant sorgt dafür, dass die Gegner nicht vereinzelt als Gruppen angreifen, sondern koordinierte Angriffe machen. Einzeln als Gruppe angreifen. Also koordiniert als Gruppe angreifen. Ja. Also einzeln als Gruppe angreifen, das ist schon, also, next level. Musst du auch mal können, vereinzelte Gruppen, sondern als koordiniert, so rum. Ja, schon klar, dass das fette Gruppen wird. Aber danke. Ja, sie kommen als fette Gruppen direkt. Das heißt, da kommt nicht ein Monster, sondern da kommen einfach instant so 50, 60 Stück. Warum nicht 20? Warum 50? Kann ich dir nicht sagen. Nee, 50, nicht 20. Ich weiß nur, ich habe... Was habe ich denn bekommen? Eine Montagemaschine 2. So was passiert vor mir. Ey, da oben sind Lichtbogenöfen und Turbo-Sachen. What the fuck? Jungs, schaut mal hier hin. Ich gehe kurz ins Auswärte. Ich hab Turbofließbänder und Lichtbogenöfen. Jo. Warum nicht mit? Yes. Die Lichtbogenöfen bringen uns halt jetzt im Moment gerade viel. Aber ganz ehrlich, drauf pfiffen. Lichtbogenöfen sind Lichtbogenöfen. Mir fällt jetzt erst so mein Fehler auf. Egal. Ja, die Dinger sind fett. Hier unten liegt Stahl. Dämlich nur, dass man es im Licht halt nicht sieht. Da. Oh, Stahl. Mehrzylindermotor. 8 Stück. Okay. Ich frag mich halt wirklich, wann die ersten Viecher auftauchen. Ja, um 3, also um 3. Nee, ich meine hier bei mir, wo ich am Erkunden bin. Also wann der nächste Satz Nächste auftaucht. Ja. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich frag mich das wirklich. Oh, ich sehe ihn da oben. Da oben war eben roter Punkt, der weggelaufen ist. Kein Röder. Ja. Da. Ich hab sie gefunden, die Viecher. Direkt gefiecht. Lava. Er hat sie Viecht gefunden. Lava T1. Okay. Ach, Lava doch nicht. Lava, Kadaver. Ja. Man sieht ja gar nichts. Oh, ich habe eine Pumpe. Ja, nice. Warum haben wir gelber, haben wir weiß? Ich checke das. Oh, und ich habe direkt das nächste. Weil die gelben sind ein bisschen teuer, die brauchen Zinn. Und das Zinn haben wir noch nicht wirklich, produzieren wir noch nicht wirklich so. Also ich habe Erdgas gefunden, aber ich habe noch was anderes da drauf gefunden. Ja, sehr Gas gesagt. Schau mal, ich habe Erdgas gefunden. Erdgas? Das ist so enthusiastisch. Das heißt Erdgas! Ich habe Erdgas gefunden. Erdgas. War eigentlich du ja kurz Freeze? Ja. Ja, das... Ist, glaube ich, so ein bisschen, weil Hauptstadt gerade am Erkunden ist und der Rechner das nicht so gern mitmacht. Also der Rechner rechnet nicht gern, okay. Ja, gut. Ich rechne anders zu dir. Wenn ich Hausschluss Rechner wäre, dann würde ich da auch nicht mitmachen, weißt du? Wenn ich Hausschluss Rechner wäre, wäre ich schon vor Jahren eingegangen. Danke. Kein Problem. So wie dein Akku. Man kann nur so viel Porno gucken. Jetzt. Hä?
Alle ich nicht. Nennen du. Das ist das Schlimmste, wenn die Witze nicht verstanden werden. Das stimmt, ja. Und ja, ich meine, du musst bedenken, ich schaue mir solche Art von Schmuddel-Content nicht an. Nee, gar nicht. Deswegen haben wir ein OneDrive mit 3 Videos darüber. Haben wir? Ja. Ernsthaft? Ja. Ich muss auf OneDrive schauen, ob das stimmt. Wobei, nee. Dann merkt man, du checkst die Porte nicht. Doch, ich check sie. Jetzt habe ich sie gecheckt. Ja, hat aber lang gedauert. Ich schnauze. Hast du eigentlich Kebab-Chef schon hochgeladen? Na ja, klar. Das würde ich gerne heute schneiden. Ja, passt. Cool. Die lückenlose Maschine funktioniert. Die lückenlose Maschine? Also lückenlos ist noch nicht, aber es ist noch immer ein Hamsterweg, aber sonst... Hey! Frechheit. No front an der Stelle. Aber irgendwie schon. Oh. Wie ist jetzt die Mauer? The Wall of Hell. Okay. Ich glaube, das mache ich nochmal anders. Yum. Oder Munition. Und ich bin längst dran vorbei. Jungs, ich brauche mal wieder eine fette Ruine. Na was? Ich bräuchte mal eine fette Ruine. Ich habe, glaube ich, die Ruinenregelmäßigkeit runtergeschraubt. Weil es doch ein bisschen stark war. Bei dem Rampant Run. Also zu stark gibt es halt bei Ruinen nicht. Ich meine. Doch! Wir spielen mit Rampant. Rampant. Du weißt doch selbst, wenn Rampant einmal anfängt, sind wir tot gefühlt. Er tot nicht, aber nicht mehr am Leben. Nee, Junge. Was mich eher so ein bisschen irritiert, ist, dass du keine Erzfelder gefunden hast. Das finde ich eher so schockierender. Da haben wir bis jetzt wenigstens gehört, ja, das stimmt. Aber du liegst falsch da oben. Oh, wow. Wow! Die 3000 Meter nebenbei. Fuck. Landmine. Das wäre schon mal mit der Plastik geschnitten. Das ist gemein. Damit rechnet doch niemand. Nee. Ich lauf jetzt in... Du siehst sie aber ganz leicht. Ganz leicht. Die Landmine oder wen meinst du jetzt? Die Landmine. Es gibt Landminen. Ja. Ey. Ja. Junge, warum sagst du das nicht gleich, wenn der Walachei und Badumon stirbt? Das ist doch geil.
Ist besser konnte, das war nichts tun. Ja gut. Aber trotzdem Arsenin. Wie schaut der aus? Der weiß nicht. Wie so ein, weißt du, so ein Hitze-Lüftgatter im Boden, so in die Richtung. Ja. Klein, weniger als eine Teil und halb durchsichtig. Aber das ist doch kein Hitzelüftgatter, das ist eigentlich, na, wenn man das Durchfallgitter. Durchfallgitter. Das ja, doch, Ding. Erhöhter Berührungsschutz. Da sehe ich eine. Nee, da. Nein. Das. Das. Das ist das. Stimmt. Das ist eine Landmine. Ja. Ich weiß nicht mal, wo das oder du's bist. Tudum. Ist ja wurscht, der Held. Ja. Sag mal, wo ist denn hier die nächste Ruine? Ich brauche eine Ruine. Da oben. Oh mein Gott, da ist ein Auto. Herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen Auto fahren. Habt ihr überhaupt schon Führerschein, Junge? Ja. Ich glaube, der braucht doch einen für sein E-Rollerchen. Nee. Ja. Du wirst es kaum glauben, aber dafür steht keine Führerscheinpflicht. Interessant. Was ab einer gewissen Geschwindigkeit schon sehr dumm ist. Wann das Strom legal fährt. Ja, aber wo ist denn da der Spaß hinter? Ich meine, ich war natürlich nur auf Privatgrundstücken. So wie jeder geschulte Bürger. Genau. Finde ich auch geil. Geschulter Bürger. Ich meine, ich habe gemeint gesetzestreu, aber geschult klang an der Stelle jetzt gar nicht mal so falsch. Okay. Ist ja auch genau derselbe Grund, warum diese blöden Apps für Lightyear City Roller auch unbedingt wollen, dass du angibst, dass du einen Führerschein hast. Ja. Wegen geschulter Führer. Ja. So, ich fahre jetzt mit dem Auto. Ruf oben, 2 Meter später steht er im Baum. Nee. Da war jetzt kein Baum. Ich habe die Ruine nebenbei gelootet. Bitte nicht looten und fahren, mein Freund. So passieren 99,9% aller Factorio-Unfälle. Okay. ADAC, ihr Retter. Geil. Und da war das Auto weg. Was? War ein Scherz. Ich wollte gerade schon sagen, das wär gerade auch für deine Verhältnisse noch ein bisschen hart gewesen. Ich hätte nicht erwartet, dass du so schnell dein Auto zu Schrott verfährst. Hm? Danke für dein Vertrauen, glaube ich. Ey, du, keine Sorge, ich habe auch schon ein Auto zu Schrott verfahren. Auch in echt? Ja, ich rede gerade in echt. Hier hatte ich ja noch kein Auto. Ich auch noch nicht. Also in echt habe ich noch kein Auto zu Schrott gefahren. Ja, ich habe eins zu Schrott gefahren. Ich will es auch nicht zu Schrott fahren, weil dann habe ich keins mehr. Ich meine, ich leide immer noch an dem Fahrverbot. Und die arme Familie, die Mutter und Vater verloren hat, leider glaube ich alle an PTSD. Was? Ah, keine was? Sorge. Ich bin mit meinem Auto gegen Bordsteinkante gefahren und habe mein Beifahrerrad in den Radkasten so weit rein verschoben, dass das Auto Schrottwert war.
Autsch. Kann man doch richten, einfach verlängern. Nein. Nein, nein, nein. Das hat den Lenkarm so verbogen, dass es reparieren dreimal so viel gekostet hätte, wie das Auto Restwert hatte. Das war sarkastisch gemeint, oder? Ja, das war sarkastisch gemeint. Aber ich schätze mal, du hast da gewusst, dass es sarkastisch gemeint, weil. Jesus. Ja. Ja. Weil Jesus Christ. Sarkasmus ist die Heilung. Ja. Mein Hund denkt ja, ich bin der größte Volldrottel. Okay. Finde ich nicht gut. Was? Wie was? Was, wer? Wer wo? Ich finde es nicht gut, dass ich keine Mauer bauen kann. Weil doch, irgendwer meine Fabrik gebaut hat. Danke, danke, danke. Jetzt weiß ich, was ich schon wieder vergessen habe. Danke. Ich feiere das. Ich wollte die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Ja, Entschuldigung, ich lass mich ablenken. Ja, ich dann lass dich nicht ablenken. Keinen Spaß. Also, ich meine, keinen Spaß. Nein, Spaß. Ich habe keinen Spaß, nein, Spaß. Ich weiß, dass ich keinen Spaß verdient habe, aber lass mir meinen Spaß. Ja, du bist so ein Spaß. Du. Ein bisschen Spaß muss sein. Nein. Sind hier nicht zum Spaß, okay? Ich bin fürs Köpfen. Was? 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 Wie war das denn? Wir sind hier Autonormalbürger, oder? Ja. Sag mal, wo sind denn hier die nächsten Erzfelder? Neben dir. Musst du nur Augen aufmachen, dann findest du. Ja, ja, ja. Siehst du, wo ich lang gefahren bin überall? Nee. Siehst du, wie wenig Erze ich gefunden habe? Die letzte Viertelstunde oder so, die ich jetzt einfach rumgefahren bin. Ich habe ein Erzfeld gesamt gefunden. Ich kann dafür nichts. Lass mich raten, Spieler ist im Weg. Auto ist im Weg, nee. Naja, wir haben noch keine Erzfelder hier gefunden. Du mach mau. Also ich glaube, wenn wir Erzfelder brauchen, oh mein Gott, ist das hier viel. Einmal einfach random noch Dampfmaschinen. Ja, also... diese enormste Range brauche ich einfach nicht mehr rangehen, sondern kann auf 1,50 Meter Abstand dranbleiben. Oh, ich habe sogar Umspannwerke bekommen. Die sind natürlich lustig. 4 Stück. Und sogar 2 Heatpipes, wie es mir scheint. Ja, jetzt deine Mauerproduktion steht wieder. Also mein Whiskyglas sagt, das hat ungefähr 0,33 Liter. Da ich kann 3-mal eine Literflasche auffüllen. Ungefähr. Also. Erfüllen, ja, das ist es. Oh Gott, ich habe die ersten Viecher wieder gefunden. Also ich find's ja gut, dass Hamster unsere Territorien validiert. Ja, weiter, ja. Ich habe ein zweites Auto. Cool, ich bin hart. Ich weiß nicht, wie man steht, aber ich bin hart. Wo bist denn du? Etwas weit weg. Ja, schau etwas auf. Weit weg ist mir nicht zu weit für ein Auto. Ja, aber ich bin... Mir wäre viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Wo ist denn die Karte? Du bist etwas zu weit weg. Ich das nicht... Werte. Oh... Also anscheinend... Eine kleine Produktionsstelle.
Ja, und inzwischen bin ich auch von Beißern umgeben gefühlt. Ja? Da beiß zurück, Junge. Zeig ihnen den Tiger. Bloß nicht zu nah ran, sonst sagt Trump, vergiss die 5 Stunden. Ja. Na? Hey, warum baust du dort eine Mauer? Wer? Du. Ich? Ich baue nirgends eine Mauer. Das war nicht ich, das steht doch vom letzten Mal. Achso, das war Hamster, das war vom letzten Mal. Genau. Was? Das habe ich im Schnitt sogar noch mitgekriegt. Ja, irgendwo hatte ich, glaube ich, Mauern platziert mal. Ja, übel useless, ja. 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 Hat auch niemand gesagt, nee, dass ohne mein Typ! Sind die nächsten Viecher da oben? Sind auch wieder welche. Was mich deutlich mehr stört als die Viecher ist, dass wir keine Erze, dass ich keine Erze gefunden habe auf dem gesamten Weg. Ja, ja, geht mir genauso. Seht sich, Mauern hat er hier verbaut. Hat gestern gar nicht. Also ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir nicht von irgendeiner Sache zu viel bauen. Warum? Weil wir keine Erze gefunden haben. Hä, hey, angeblich haben wir ja fast unendliche Erze. Und sich aber gerade momentan nicht so viel. Wie meinst du das? Oh mein Gott, ich habe einen fetten Verteiler gefunden. Ja. Au, das sind vor allem gelbe Fließbänder sind das. Ja, 160 Stück. Ohne Mine, wie es scheint. Wo siehst du das, Alter? Indem ich einfach mit dem Auto nah dran bin. Nicht du, der andere. Ich kann, wenn ich auf die Karte gehe mit M, kann ich bei H rein scrollen und dann sehe ich die Karte. So wie ja, er so. Ja, So rein scrollen, ja. Ja, I see. Und da drüben hat auch, da liegt auch Beton rum auf dem Boden. Ja. Beton. Ja. Boom. Und das Auto ist weg. Und wieder eine Lampe. Ich habe mich heute intimst mit dem Geschmack von Styropor vertraut gemacht. Warum? Ja, schmeckt ganz lecker. Ja, schmeckt ganz lecker in der Tat. Warum? Ich hab bei uns im Keller die Decke neu verkleiden dürfen mit Styropor. Ah, geil. Lecker. Das Problem ist, wenn du halt von dem Typ Mensch bist, der mit offenem Maul arbeitet, lernst du halt sehr schnell, wie Styropor schmeckt. Ja. Ich hab's mal gehabt, dass ein Monteur Kanal zugeschnitten hat, einen Plastikkanal. Ja. Und da kam Funken. Boah, was ist denn hier hinten los? Der Monteur holt Luft. Und das sind Lasertürme. Jungs, ich habe Lasergeschütztürme gefunden. Ah, cool. Aber so geil, wirklich. Er holt Luft, du siehst, wie er die Partikel einatmet und er fängt sofort zu rüsten. So geil. Ich hab mir noch gedacht, atme jetzt bloß nicht ein. Ja. Oh, geil. Ich kann mir das nicht vorstellen, das ist großartig. Ja, es war richtig großartig. Und du bist so daneben, Lehrling im Ersten, und denkst dir so, nicht lachen, einfach nicht lachen, wegschauen und nicht lachen. Das glaube ich. Wieso nicht lachen? Der wird auch über dich lachen. Ja, er würde über mich landen, aber es kommt nicht so gut, wenn du darüber los. Oh, geil. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Ah, das ist auch gut. Ja. Oh. Und oh, wir haben sogar rote Fließbänder. Ja? Ja. Habe ich gerade aufgesammelt.
Warum nicht grüne? Ich hab sogar pinke. Nee, der Grüne, liebe Grüne. Aber grüne habe ich noch nicht gefunden.